Die erste Saison Salzwasserpool mit dem Intex Chlorinator. Was war gut, was war schlecht und ein Fazit dazu gucken wir in dem Video hier an. Herzlich willkommen beim Poolbauer-Blog. Ich bin Micha und berichte hier auf diesem Kanal über meine Erfahrungen mit unserem Aufstellpool, mit unserem Framepool. Und ja, wie ihr vielleicht in den anderen Videos gesehen habt, haben wir Anfang der Saison auf Salzwasser umgestellt und haben dazu auch den Chlorinator von Intex genutzt, um eben damit dann aus dem Salzwasser das Chlor zu gewinnen. Ja, jetzt ist eine Saison vorbei, ein Winter steht an und ich wollte mal die Möglichkeit nutzen, darüber zu sprechen, wie die Erfahrungen mit dem Thema jetzt waren oder generell eben mit dem Salzwasser, mit dem Chlorinator, was eben, ja, was gut war, was schlecht war. Und ich fange mit dem Guten an, würde ich sagen. Also erstmal würde ich sagen, ist der Umgang wirklich sehr, sehr komfortabel. Also ich habe dieses Jahr definitiv keine einzige Chlortablette, kein einziges Körnchen Chlorgranulat oder sonst irgendwas verwendet. Das Einzige, was der Pool gesehen hat, war eben Salz für das Salzwasser und pH-Senker, um eben den pH-Wert einzustellen. Und ansonsten ja, habe ich nichts weiter zugegeben, also auch kein Algizid oder sonst irgendwas. Wenn das System einmal läuft, ist es wirklich extremst komfortabel, weil man sich überhaupt nicht mehr darum kümmern muss. Also klar, ab und zu mal pH-Wert nachjustieren, aber wenn man das einmal im Griff hat und auch, ich sag mal, so ein bisschen im Gefühl hat über die Jahre, ist das wirklich also Aufwand nahe Null, würde ich sagen. Und auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, wenn man zum Beispiel im Sommer dann mal für längere Zeit, für 2 Wochen zum Beispiel, in den Urlaub fährt, dass man eigentlich keine Angst haben muss, dass man eben vielleicht wiederkommt und die Chlortabletten schon aufgebraucht sind und das Wasser grün ist und gekippt, sondern man kommt nach Hause, macht die Plane runter, wenn man eine drauf hat, und das Wasser ist wirklich perfekt, es ist sauber und gereinigt. Also von dem Aspekt her wirklich sehr, sehr komfortabel. Das Salzwasser selber würde ich, also ich habe vorher relativ viel darüber gelesen und gut, man muss halt die Erfahrung selber machen, ist aus meiner Sicht wirklich ja, angenehm auf der Haut. Also es hat so, wenn man mal so einen Tropfen auf die Zunge kriegt, ist es so ein bisschen wie so eine Elektrolytflüssigkeit oder so. Also wirklich so ganz, ganz minimaler salziger Hauch, aber es ist jetzt nicht so salzig wie Meerwasser oder dass das halt so richtig unangenehm wäre. Eben auf der Haut ist es sehr angenehm. Beim Augenaufmachen unter Wasser ist es viel, viel angenehmer als sowohl im normal geklorten Wasser als auch im Salzwasser. Also eigentlich eben genau dazwischen. Und auch das ist halt wirklich für die Benutzung eigentlich sehr, sehr schön. Ja, eigentlich würde ich sagen, war es das sozusagen mit der guten Seite. Im Grunde, ja, also ist das Thema schon erledigt. Also für die, ja, man kann zusammenfassen, es ist sehr komfortabel und es ist sehr, sehr angenehm als Schwimmer sozusagen, also als Poolbenutzer. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu bewerten, würde ich sagen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die vielleicht nicht so gut sind. Und wir fangen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir fangen an mit dem Thema Salz an sich. Und zwar ist ja die Frage, wie viel Salz kommt rein. Also wenn man das Ganze zum ersten Mal mit Salz befüllt, ist das relativ einfach. Da gibt es eben so eine Umrechnungstabelle oder eben auch eine Formel. Das kann man sich einfach sehr, sehr einfach herleiten, wie viel Salz eben da reinkommt. Dann bestellt man sich dieses Poolsalz, verteilt das halt im Pool, lässt die Pumpe entsprechend laufen, auch bevor man den Chlorinator dann anschaltet, damit es sich richtig gut verteilen kann. Bis dahin super easy, habt ihr ja auch im Video dazu gesehen. Jetzt ist aber die Frage, was passiert während der Benutzung? Also, wenn man rückspült, verliert man Wasser. Das wird wieder aufgefüllt. Wenn die Kinder drinnen spielen, geht massenhaft Wasser über den Rand weg. Das muss man wieder auffüllen. Das heißt, logischerweise während des Betriebes oder vielleicht auch sogar, wenn es regnet, ja, während des Betriebes verdünnt sich die Salzmenge quasi automatisch über die Zeit immer wieder im Pool. Das heißt, man verliert einfach Salzgehalt über die Zeit und der Chlorinator, also
ist ja, macht ja chemisch Sinn, man braucht halt eine gewisse Salzmenge im Wasser, damit das Ganze funktioniert. Jetzt kann man sich auf den Chlorinator verlassen. Das habe ich, hab ich gemacht. Der hat so eine, ja, eine Fehlermeldung, wenn zu viel Salz ist, und es gibt eine andere Fehlermeldung, wenn zu wenig Salz ist. Die Herausforderung ist halt, erstens das mitzukriegen, weil der stellt dann einfach den Betrieb ein und piepst wie doof und zeigt das halt auf dem Display an. Jetzt wisst ihr ja, wo da hinten meine Poolhütte steht. Also wenn der Chlorinator anfängt zu piepsen, nervt das halt höchstens die Nachbarn, aber dass wir das irgendwie mitkriegen, wenn das über Tag irgendwie passiert, ist erstmal relativ unwahrscheinlich, insbesondere weil wir ja auch arbeiten sind und dann eben vielleicht gerade dann, wenn der Chlorinator läuft, nicht zu Hause sind und dann piept er da eben rum wie wild und keiner kann reagieren. Wäre insofern dann vielleicht unproblematisch, weil man nach einer Zeit dann einfach mal drauf guckt aufs Display oder eben merkt, dass was nicht stimmt mit dem Wasser und sieht dann halt die Fehlermeldung und kann reagieren. Mein Gefühl war aber zumindest, die zu niedrig Salzmeldung kommt entweder gar nicht oder viel zu spät. Also ich hatte die Situation, dass der bei gleichbleibender Laufzeit und eigentlich auch bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen, also Wetter und Nutzung und so weiter, ist der gemessene Chlorgehalt, den hat man oder habe ich am Anfang natürlich häufiger gemessen, um einfach ein Gefühl zu kriegen, der ist halt immer weiter runtergegangen, auch nach dem kompletten Durchlauf von dem Chlorinator. Und so, und jetzt ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, das ist zumindest mein Gefühl und da können ja mal die Profis unter den Zuschauern sagen, ob das wirklich so ist. Meine Theorie ist, je mehr Salz im Wasser, umso mehr Chlor erzeugt der Chlorinator. Vielleicht auch in gewissen Grenzen, aber zumindest war das so mein Gefühl. Das heißt, wenn dann irgendwie vielleicht nur noch der halbe Salzgehalt drin ist, erzeugt der halt bei gleicher Laufzeit auch deutlich weniger Chlor einfach. Also ob das jetzt wirklich die Hälfte Chlor ist oder so, das so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber zumindest eben deutlich weniger. Und ja, ich habe dann entsprechend so nach Bauchgefühl Salz nachgefüllt und den Salzgehalt wieder erhöht und ansonsten an den Parametern nichts geändert und danach war der Chlorwert auch wieder etwas besser. So, und jetzt war das Ganze aber so niedrig, dass ich das eben am Pool Wasser gemerkt habe. Also das hat angefangen, so ein bisschen trübe zu werden. Und das war für mich unter anderem auch noch bei anderen Gelegenheiten der Indikator, dass ich zumindest mal nachschauen muss. Ja, also fand ich jetzt nicht so eine ganz tolle Erfahrung, weil auch das ja wieder so eine Geschichte ist. Man muss ja Vertrauen haben zu dem System. So, was habe ich gemacht, um das in den Griff zu kriegen? Ich habe so Salzwassermessstreifen, die gibt es halt bei Amazon oder irgendwo, gekauft. Die muss man dann halt, da muss man eben Salzwasser nehmen, ein bisschen was in einem Behältnis drin haben, einen Zentimeter. Dann wird dieser Streifen da reingetan und ich glaube, nach 4 Minuten oder sowas kann man den ablesen und hat dann eben auf der Packung eine Skala, so wie das eben ist, wo man dann eben sehen kann, was das bedeutet, was man da eben sieht. Und das Problem, was ich hatte, war, dass das also bestenfalls geraten war. Ja? Also der war irgendwo im Bereich zwischen vielleicht 2000 und 6000 oder so. Ne? Und genauer ließ sich das gar nicht eingrenzen, zumindest nicht mit den Streifen, die ich da hatte. Auch wenn ich mehrere genommen habe, also dass das jetzt vielleicht nur einer war, der schlecht war oder so, wollte ich dann auch ausschließen. Also so richtig präzise ließ sich das nicht messen, um jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich muss jetzt 5 Kilo Salz nachfüllen oder sowas. So genau ließ sich das halt nicht ablesen. Also am Ende des Tages war es jetzt die ganze Zeit eigentlich eher so eine Bauchgefühlgeschichte. So über das Wasser, was einfach verloren gegangen ist, was man so über die Tage immer wieder aufgefüllt hat, gerade in der Zeit mit vielen Nutzungen, habe ich immer versucht, mir ungefähr so die Anzahl Zentimeter zu merken, die ich so aufgefüllt habe. Und habe daraus dann so überschlägig ungefähr ermittelt, wie viel Salz ich dann eben nachfüllen müsste, um halt den richtigen Salzgehalt für die neu hinzugefügte Menge vom Wasser wieder hinzukriegen. Vielleicht gibt es da eine bessere Möglichkeit. Wenn ihr eine kennt, schreibt es auch bitte gerne unten in die Kommentare rein. Aber das war für mich so ein bisschen, ja, unbefriedigend. Also es war jetzt auch kein Drama, weil das war jetzt vielleicht 3 oder 4 Mal nachfüllen oder sowas. Über die Saison kann man vielleicht auch mit ein bisschen weniger oder ein bisschen weniger häufig machen, vielleicht 2 Mal nachsalzen. Weiß ich nicht. War aber einfach unschön, ja, weil es immer so ein bisschen Raten war. Ich habe immer so ein bisschen im Dunkeln gestochert.
Genau, also falls ihr Tipps habt, wie man das besser hinkriegt, dann ja gerne her damit. So, das war das eine Problem. Das zweite Problem oder das zweite Thema, ich würde sagen, das ist halt so ein bisschen konzeptionell bedingt und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer da bei Intex vielleicht nicht so richtig mitgedacht hat oder so, aber dieses Thema mit der Zeitschaltuhr ist halt wirklich eine Katastrophe. Also, ich hole aus. Wie ihr vielleicht wisst, nutze ich ja für meine Pumpensteuerung mein Smart Home System. Das heißt, die Steckdose, wo die Pumpe eingesteckt ist in meiner Poolhütte, hängt an einem Homematic-Schaltaktor, der eben über mein Smart Home System meine Pumpe mehrfach am Tag anmacht. Idealerweise in der Zeit, wo Sonne über die Photovoltaikanlage Strom produziert. Und auch in Abhängigkeit der Außentemperatur. Das heißt, wenn es wärmer ist, läuft die ein bisschen länger. Da kriegt die halt nochmal eine Stunde extra Laufzeit. Und so weiter. Und genauso ist das auch so, dass ich entweder über Handy oder eine Fernbedienung, eine 433 MHz Fernbedienung, die hinten in meiner Poolhütte liegt, auch die Pumpe an- oder ausschalten kann. Zum Beispiel, wenn ich rückspülen will oder wenn viel Badebetrieb ist, dann lasse ich den Skimmer gerne mitlaufen, dass einfach das Wasser direkt sauber bleibt und das Gras direkt abgesaugt wird von oben. Und so, meine Idee war jetzt, ich sage dem Chlorinator, er soll beispielsweise 4 Stunden laufen. Am Ende sind es jetzt auch 5 gewesen, also gehört jetzt gerade nicht in das Thema, aber vielleicht zur Info, falls es interessant ist für euch. Ja, schalte den eben auch oder lege den eben auch auf eine geschaltete Steckdose und schalte den dann eben so ein, dass ich sicherstellen kann, dass die Pumpe läuft, wenn ich den Chlorinator anmache und in Betrieb nehme und dass die Pumpe auch noch so ein bisschen Nachlaufzeit hat, nachdem eben die Chlorinatorzeit vorbei ist und ich damit die Kontrolle habe. So, was ist jetzt das Problem? Wenn man den Chlorinator in Betrieb nimmt, muss man den über den Taster anschalten. Und wenn man über die Steckdose dann den Strom wegnimmt und wieder reaktiviert, dann funktioniert es so dreimal und irgendwann vergisst der Chlorinator, dass er eine programmierte Zeit hatte und wer er ist und so weiter und so fort. Und wird dann zwar als Gerät angeschaltet, die Chlorung selber wird aber nicht aktiviert. Dann muss man erst wieder hingehen und auf den Knopf drücken. Ja, was heißt das in der Konsequenz? Der Chlorinator braucht Dauerstrom. Das heißt, ich habe den jetzt natürlich in eine Steckdose gesteckt, wo er permanent bestromt wird. Habe dann, weil ich wusste, dass meine Poolpumpe über das Smart Home System 9:30 Uhr angeht, bin ich einen Tag dann 9:40 Uhr raus in den Garten gegangen, habe den Chlorinator aktiviert, damit die Chlorung läuft. Und dann sollte er eben 5 Stunden laufen und nach 24 Stunden entsprechend auch wieder angehen und so weiter und so fort. So, wenn das Ganze jetzt so funktionieren würde, wäre das zwar nicht so ganz optimal, aber ich käme halt damit klar, weil ich weiß, jeden Tag 9:30 Uhr geht meine Pumpe an und jeden Tag 9:40 Uhr geht der Chlorinator an. Meine Pumpe läuft dann meinetwegen 5 Stunden durch. Okay, dann noch eine halbe Stunde Nachlauf und dann ist alles erledigt. Das Problem ist aber, dass der Chlorinator nach jedem Fehler vergisst, wann sein Startzeitpunkt ist. Also ein Beispiel, während der Chlorinatorlaufzeit fange ich an, rückzuspülen. Dafür muss ich zwischendurch die Pumpe ausmachen, um halt mein Ventil umzustellen und so weiter. Das gefällt dem Chlorinator nicht. Und nee, das ist ein doofes Beispiel. Ich nehme ein anderes Beispiel. Es gibt einen Stromausfall. Der Stromausfall ist um 11. Und wenn der Chlorinator dann wieder Strom kriegt, meint er, er müsste neu anfangen und fängt dann an mit seinen 5 Stunden Laufzeit. Und dann läuft der Chlorinator aber länger, als meine Pumpe an ist, weil die Pumpe weiß das ja nicht, wann der Chlorinator läuft oder wann der nicht läuft. Mit der Konsequenz, dass dann die Pumpe ausgeht und der Chlorinator dann eben, weil er erkennt, dass der Pumpenstrom, also dass die Pumpe nicht mehr läuft, sofern dieses Kläppchen da funktioniert, dann eben einen Fehler meldet und wie gesagt rumpiept wie verrückt und die Nachbarn freuen sich, weil bei denen vom Fenster die ganze Zeit was piept. Und das ist halt so ein fieses Tinnitus-Piepen.
Und außerdem ist die Konsequenz, dass ich halt zu wenig Chlor im Pool habe. Und ich kriege das nicht mit. Außer ich gehe halt hin oder höre, dass es piept oder gehe gucken, zufälligerweise, wenn das gerade ist. Wenn es blöd läuft, ist das aber in einem Zeitfenster, wo ich es nicht mitkriege und dann wiederholt sich das jeden Tag. Also 9:30 Uhr geht die Pumpe an, 11 Uhr geht erst der Chlorinator wieder an. Dann piept es irgendwann, dann komme ich nach Hause und ja, so. Und das ist jetzt kein total zusammengesponnenes Szenario, sondern das hatte ich diese Saison mehrfach, dass der Chlorinator einfach nicht gelaufen ist. Aus irgendeinem Grund, weil vielleicht ein kurzer Stromausfall war, weil zwischendurch mal die Sicherung raus war, weil wir irgendwas im Haus gemacht haben, weil, ich weiß es nicht, ihm irgendwas nicht gefallen hat, weil die Pumpe mal zwischendurch nicht lief oder. Keine Ahnung, es ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich kann es aber auch nicht kontrollieren und ich kann es aber auch nicht einstellen, weil der diese Zeiten immer wieder vergisst. Also, das ist so eine ätzende Schaltung. Mir ist das auch vollkommen, also mir ist das vollkommen schleierhaft, wie das funktionieren soll, rein vom Konzept, wie man sich das ausgedacht hat. Weil selbst wenn die Leute nicht mit einem Smart-Home-System arbeiten, sondern eben mit irgendwelchen anderen Zeitschaltuhren, weiß man ja auch nicht, wie das geht. Dann hat einer eine Zeitschaltuhr, die mechanisch läuft, die bleibt dann halt auch stehen, wenn der Strom weg ist. Der nächste hat aber eine Zeitschaltuhr mit Batteriebetrieb, die kriegt das mit und läuft einfach weiter. Und dann sind die Pumpe und der Chlorinator aus dem Takt. Und das System kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn man annimmt, dass die Poolpumpe 24 Stunden am Tag durchläuft. Und um ehrlich zu sein, mag das vielleicht für diese komischen Intex-Filterpumpen so gelten. Aber für Leute mit Sandfilteranlage glaube ich nicht, dass das die Regel ist. Und meiner Meinung nach ist das eine echte Fehlkonstruktion. Also dieses Ding muss entweder sich abschalten lassen über die Steckdose und dann sofort den Betrieb wieder aufnehmen in der vorher programmierten Laufzeit, wenn es den Strom wieder kriegt. Oder ich weiß es nicht, auf den Pumpenstrom reagieren und sobald die Pumpe an ist, anfangen zu laufen. Keine Ahnung, also die Information wäre ja da. Ja, könnte man ja in dieser blöden Schaltung irgendwie realisieren. Hat man aber nicht. Und das ist halt wirklich, also aus meiner Sicht ist das ein richtig, richtig fetter Minuspunkt, weil ich habe das vorhin schon mal erwähnt, es geht um das Thema Vertrauen in dieses Gerät und in die Tatsache, dass mein Poolwasser desinfiziert ist und sauber ist, weil ich da meine Kinder reinlassen möchte oder vielleicht auch mal Gäste und ich dann halt einfach glauben möchte, dass das eben so ist. Wenn ich Tabletten reintue, also Chlortabletten reintue, kann ich das kontrollieren, da kann ich reingucken, da sehe ich, okay, Tablette ist da. Bei diesem Chlorinator muss ich mich verlassen, dass der halt seine 5 Stunden durchläuft und nicht 2 oder gar nicht, sondern 5, weil es einfach eh schon so wenig Chlor im Vergleich ist oder so wenig Reinigungsleistung. Nee, so will ich das nicht sagen. Also das ist schon okay, was der desinfiziert, ja, und das ist auch ein gutes System. Aber wenn das ein paar Tage lang einfach nicht gelaufen ist, dann merkt man das, dann wird das Wasser trüb und das kann halt dann auch irgendwann nicht mehr gesund sein. Und ich habe keine Rückmeldung von dem System, ob es das macht oder nicht, außer ich stehe daneben und höre, ob es piept oder ob es nicht piept und gucke, wann es läuft oder wann es nicht läuft. Und das will ich nicht. Also ich will, dass dieser Pool benutzbar ist und dass dieses System so wartungsfrei, mit so wenig Wartungsaufwand wie möglich läuft. Und liebe Firma Intex, falls ihr das seht, macht euch da bitte mal Gedanken. Das ist eine Katastrophe. Genau. Was kann man da machen? Im Internet gibt es eine Anleitung, wie man die Zellen, die Elektrolysezellen, wie man die überbrücken kann, damit man eben diesen Steckdosenbetrieb doch hinkriegt. Also dass der sozusagen immer dann läuft, sobald er Strom hat. Der Nachteil ist aber, dann läuft er wirklich immer, sobald er Strom hat. Und das Kläppchen, also diese Strömungserkennung, ist eben auch deaktiviert. Das heißt, falls die Pumpe mal ausfallen sollte, kriegt der Chlorinator das nicht mit oder kriegt die Chlorzelle das nicht mit und produziert halt weiter fleißig Chlor, was dann eben irgendwie in den Rohren hängen bleibt und nicht abtransportiert wird. Und außerdem setzt sich dann die Zelle natürlich auch zu. Also das ist auch für die Lebensdauer sicherlich nicht gut. Und weiterer Nachteil, der Chlorinator selber polt alle paar Stunden, wenn man es einstellt, was er dann übrigens auch vergisst, wenn er alles vergisst, also polt die Zellen um, sodass die einfach seltener gereinigt werden müssen. Also
Genau, und wenn das halt nicht passiert, weil man das eben überbrückt hat, bedeutet das, man muss dann eben regelmäßig, vielleicht, weiß ich nicht, alle 1, 2 Monate, diese ganze Chlorzelle rausnehmen und das halt reinigen mit irgendwie Essigwasser oder so. Ist bestimmt auch nicht so ultra aufwendig, aber ist halt auch wieder einfach zusätzlicher Kamera. Ja, jetzt. Also ist halt einfach wirklich wieder zusätzlicher Aufwand, den man halt eigentlich nicht bräuchte. Das heißt, man kann wählen zwischen Pest und Cholera. Variante 1, man nimmt die Umpolung und die automatische Reinigung von der Chlorzelle und das Erkennen von Fehlermeldungen und das Erkennen von der Strömungsgeschwindigkeit. Und beißt in den sauren Apfel und lebt mit dieser Kack-Zeitschaltuhr, die Intex da selber reingebaut hat. Oder man überbrückt das, verliert natürlich wahrscheinlich auch seine Gerätegarantie und hat dann aber den Betrieb über eine Zeitschaltuhr oder über eine Steckdose oder über ein Smart Home System oder was auch immer. Und muss dann aber eben selber darauf achten, dass man die Chlorzelle selbstständig reinigt und da eben ja auch den Betrieb sicherstellt. Und die dritte Variante, die ist natürlich deutlich aufwendiger. Man macht sich selber eine komplette Schaltung, die ja mit dem Raspberry Pi oder irgendwas oder einem Arduino, die halt diese Steuerung dann übernimmt. Aber den Aufwand habe ich jetzt auch noch nicht so richtig Lust. Kommt vielleicht noch irgendwann. Ja, so viel zu dem Thema. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen ausgeholt ist und lang gelabert ist, aber ich wollte euch das einfach erklären, was da so meine Gedankengänge dazu sind, damit ihr einfach wisst, woran ihr seid oder was eben meine Erfahrung damit ist. Genau, so dann noch ein weiterer Punkt zu dem Thema Zeitschaltuhr. Das Ding ist halt statisch. Also ich kann da einstellen 1, 2, 3, 4, 5, weiß nicht, glaube ich, bis 12 Stunden oder sowas in 1-Stunden-Schritten. Und dann läuft das System auf Gedeih und Verderb. Das läuft, wenn das Wasser kalt ist, bei schlechtem Wetter abgedeckt, genauso dann die Zeit wie wenn das Wasser 30 Grad hat, es draußen 35 Grad sind und von morgens bis abends massenhaft Kinder da drin rumspringen und Dreck reintragen und Gott weiß was nicht noch alles. Und die Konsequenz ist natürlich, also wie ihr vielleicht wisst als alte Poolhasen, dass eben wenn das Wasser wärmer ist und gerade starke Sonneneinstrahlung ist und starke Benutzung ist, dann ist einfach der Chlorverbrauch höher. Dann wundert man sich manchmal, wie viel klassisches Chlor man da eben reinschmeißen muss, um einfach seine Werte zu haben und das Wasser sauber zu und stabil auch sauber zu haben, eben im Vergleich dazu, wenn das kalt und abgedeckt ist. Und dieses System mit dem Chlorinator kompensiert das nicht. Außer man geht eben hin und kann eben da so einen Boost machen, also wie so eine Schockchlorung, wobei das Schock eben auch, naja, relativ ist, weil das einfach nur bedeutet, dass das System halt, glaube ich, 8-mal länger läuft als die eingestellte Zeit. Also dann in meinem Fall irgendwie 40 Stunden oder sowas. Und in der Zeit einfach dauerhaft Chlor produziert. Und da wären wir übrigens wieder bei dem Thema von vorher. Also wenn mir nachmittags um 16 Uhr einfällt, dass der Chlorgehalt vielleicht ein bisschen höher sein könnte und ich starte diesen Boost-Modus, dann geht der nach 40 Stunden aus und geht dann nach 24 Stunden wieder an und fängt dann wieder an mit den 5 Stunden. Und ob das dann aber zufällig noch in mein Pumpenzeitraster passt oder nicht, ist dem Chlorinator halt leider vollkommen Wumpe, sondern der orientiert sich dann an diesem Boost-Befehl. Also so eine Fehlkonstruktion ist unglaublich. Egal, ich schweife ab. Also worauf wollte ich hinaus? Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr die Laufzeit so wählt, dass das nicht zu viel Produktion ist für kaltes Wasser, aber immer noch genug Produktion für starke Benutzung und warmes Wasser. Und das ist auch ein bisschen schade, weil auch das könnte man dem Chlorinator entweder eben über eine Zeitschaltuhr oder ein Smart Home oder sonst irgendwas mitteilen, wenn er von außen schaltbar wäre und das kompensieren. Oder theoretisch hätte Intex dem Ding auch einen Temperaturfühler geben können, der halt auch einfach in dieser Zelle noch mit drin sitzt und die Wassertemperatur mit betrachtet und einfach ein bisschen höher dosiert oder so. Also Mittel und Wege hätte es da halt schon gegeben, um dieses System gerade so intelligent zu machen, dass das vielleicht auch noch mit kompensieren kann. In der Praxis übrigens heißt eben, wie gesagt, einfach, ihr müsst ab und zu mal nachmessen und gerade bei starker Nutzung vielleicht doch mal drüber nachdenken, ob ihr da noch ein paar Chlorkörnchen oder eine Tablette einfach mit zugibt, um das ganze System zu unterstützen oder eben doch auf den Boost-Knopf drückt und einfach durchproduziert an solchen Tagen.
Genau. Was heißt das als Fazit? Also insgesamt würde ich sagen, die Idee eigentlich mit dem Salzwasser ist ganz schön. Für eine echte Salzwasserchlorung müsste man eigentlich ja, sich den Chlorgehalt und den pH-Wert des Wassers angucken und dann über so eine, wie heißt das, Redox-Sonde oder so ähnlich, sich den Wert holen und dann wirklich automatisiert chloren. Da sind wir aber finanziell in Bereichen, die halt deutlich, deutlich mehr kosten als das, was wir hier vorhaben und aus meiner Sicht auch nicht so richtig verhältnismäßig sind. Ansonsten ist die Investition eigentlich ganz in Ordnung, also den Chlorinator, das bisschen Rohr drumherum und das Salz, das ist schon okay. Man sollte immer genug Salz da haben und man muss sich halt über diese Zeitschaltuhr-Thematik bewusst sein und einfach über den höheren Chlorbedarf bei höherer Nutzung vom Pool. Und wenn man das Ganze dann einigermaßen im Griff hat und im Hinterkopf hält, dann, wie gesagt, ist es halt eine sehr, sehr schöne Sache, macht das Wasser viel angenehmer und sorgt eigentlich für wirklich, wirklich schönen Badespaß. So ganz unbedarft sollte man meiner Meinung nach aber nicht rangehen. Also dann würde ich eher sagen, lieber Chlortabletten in den Schwimmer rein und in den Dosierschwimmer rein und ab und zu mal nachmessen. Ist, glaube ich, die einfachere Variante, um klarzukommen, außer vielleicht, wenn man 2 Wochen in Urlaub fährt, aber da muss der Nachbar vielleicht mal nachfüllen. Genau, und wenn man aber bereit ist dazu, sich das so ein bisschen im Hinterkopf zu halten, dann ist es wirklich schön, wirklich sehr angenehm fürs Wasser. Ich wiederhole mich. So viel dazu. Ich werde den Chlorinator wahrscheinlich nächstes Jahr weiter benutzen. Und mir irgendwas überlegen, um diese Zeitschaltuhr da in den Griff zu kriegen. Vielleicht probiere ich das mal mit dem Überbrücken und regelmäßig reinigen und werde natürlich auch Videos für euch machen dazu. Wenn das Thema für euch interessant war, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und wenn ihr die Folgevideos nicht verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne den Kanal. Das freut mich. Genauso wie wenn ihr kommentiert. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie eure Erfahrungen mit dem Chlorinator sind, ob die ähnlich sind oder wie ihr das gelöst habt. Vielleicht habe ich auch einfach nur ein Brett vorm Kopf. Insofern freue ich mich immer über Input von euch und ja, das war's für heute. Ich freue mich auf euch und auf das nächste Video und tschüss.